Enough! Haben Sie wieder zu viel Zeit? Was? Da ist es einem doch ganz schön, wenn einem das Programm vorgeschrieben ist im Fernseher. Wenn bei mir da nicht ab und zu das Wort vom Sonntag wäre, da wäre bei mir manche Joint ausgegangen. Ja. Und es wird ja immer weniger Zeit. Geht durch Kanal, jetzt hat man 20, bald hat man 2000 Kanäle. Bald hat man für jedes seinen eigenen Kanal einer Nachricht, einer Kultur, einer Krimi. Bald für jede Folge derig einen Kanal. Oder Zeit, ein Kanal bloß voll mit Uhrzeit voll. Wenn ich eine Uhr zu Hause habe, die gucke ich doch nicht den ganzen Tag an. Im Fernseher schon, ja. Dass man da sieht, drei ist auf einer Uhr anders, wie sagen wir am Fünfe, ja. Das hat im Fernsehen viel mehr Wahrheit wie eine echte Uhr. Und die Wahrheit einmal zum Erleben, wie viel Zeit rumgeht im Fernsehen mit nichts, bis die Zeit von 3 auf 5 ist, hatte ich eine wahnsinnige Erfahrung. Ja. Aber halt eben eine Erfahrung, die im Fernseher bleibt. Wisst ihr, sie belastet nicht ihr Hirn. Sie braucht keine Lehre und keinen Hochschulabschluss. Um ihre Zeit zu kapieren, nix, aber Bildung versaut einem doch sowieso alles. Früh kriegt man ein Zuckerdiet in die Hand drückt und für manchen währet die Schande der Bildung 15 Jahre lang. Und wofür Neandertaler auch keine Bildung kennt. Und mehr wie ein Schädel findet man von uns einmal auch nicht. Was drin war, interessiert doch keinen Archäologe. Ja. Durch Bildung wird einem alles verbaut. Die Schule bleibt an einem kleben wie beim Kohl. Ja. Der macht ja heute noch seine Hausaufgaben. Schön schreiben, schön tun, beschänigen. Ja. Aber gerade an ihm sieht man, was brauche ich Schule? Wow, sein maßvolles Englisch kann ich auch mit keiner. Hä? Ja. Und Rechtschreibung ist sowieso eine Klicksache. Wie man Kohl schreibt, ist nicht wichtig. Ich weiß, dass er vorkommt in so schöne Wörter wie Melancholie, Blasenkolik, Kohldampf in allen Gassen. Viel wichtiger ist, dass man ihn nicht erklären kann. Der Kohl bleibt halt ein Phänomenatom, also man hat immer wieder Schwierigkeiten, ihn wieder aufzubereiten. Ob er noch einmal versetzt wird? Er ist doch so ein Hockebleiber. Der Kohl ist ja so arg Schule. Der ist ja Oberlehrer und Schulbuhr und große Pause in einem. Ja. Aber das glaubst du mir, gell? Das sag ich dir, ja. Da haben wir ein paar zusammen in Bonn. Ein illustrer Wendekreis. Bitte, den hat ja der Wähler in der Urne bekreuzigt, gell? Und was haben die seither geleistet alles? Sich. Ja.
Die Renten sind stabil geworden, gell? Also verschoben auf später. Na ja, da glauben ja viele an ein Leben nach dem Tode. Was hat der Dings nicht, der, wie heißt der Kaffeechen? Blümchen. Ja, hat er eben gesagt, zur Rentenfrage, hat er eben gesagt, was war denn das jetzt gleich, hat er irgendwas gesagt zur Rentenfrage, was war denn das jetzt? Zur Rentenfrage, ach so, nix. Aber herrlich knapp ausgedrückt. Der Blim will ja wegen der Arbeitslosigkeit, will er ja immer mehr jüngere Alte in die Ruhe schicken. Ja. Wer ist jünger alt? Gell? Mein Alte hat mit 20 ausgesehen wie mit 58. Da war der Rentenanspruch da schon da. Was heißt Arbeitslosigkeit? Das sagt ja der Blim, die Arbeitslosigkeit, sagt der Blim, ist eben vor allen Dingen eine Einstellungssache. Wenn wir so viele Arbeitslose haben werden, dass wir auch die Arbeitslosen entlassen müssen, dann kann man klagen, bis dahin kann die Regierung nur zusehen wie immer. Es gibt eben für die Arbeitslosen vier kritische Zeiten. Das ist Sommer, Herbst, Winter und eben Frühjahr. Ja? Und trotzdem, sagt der Stoltenberg, ist ja die sozialpolitische Frage blühen. Ist ja nicht ganz klar. Wir müssen zur hohen Arbeitslosigkeit dazu sehen, dass ein Ende der Aufwärtsentwicklung noch lange nicht in Sicht ist, um ein Beispiel aus dem privatwirtschaftlichen Sektor zu geben. Wenn Sie als Hauseigentümer Ihr persönliches Autofahrzeug zu Schrott fahren, müssen Sie immer mitrechnen, dass Ihr Haus noch steht, was den Schrott Ihres Autos erheblich vermindert. Denen fällt halt zu jeder Lebensliege eine Wahrheit ein, wisst ihr? Mit dem Sie uns in Sicherheit wiegen, also verschaukeln. Das Vorwiegende an den Arbeitslosen ist halt vor allen Dingen eben auch immer das Psychische. Ja, das hat man. Sinkendes Selbstwertgefühl, Gefühl der Nutzlosigkeit. Und das unterscheidet sich ja wieder von Kohl und Bangemann. Wie wenig nutzlos kommt sich der Kohl vor. Und der Bangemann hat ja kaum sinkendes Selbstwertgefühl. Mit dem will sich ja die FDP jetzt wieder bundesweit ausdehnen. Nach dem... Ja, die gibt es jetzt wieder im Angebot. Ja! 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 Ja. Nachdem der Genscher, der lässt ja auch die Ohren sausen. Hänge! Er tritt zurück ins eigene Fett. Er lässt die Ohren in den Fettnapf hängen, in den er zurückgetreten ist, so war. Ja. Ja. Obwohl er ja von sich gesagt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich trete nicht im Zorn zurück, in dem ich schwer zu halten bin. Man hat mir von meiner kleinen Bartheit zum ersten Scheinabgang einen kleinen Elefanten beschert. Ich empfehle meiner Bartheit ein ganz anderes Wappentier zu erkoren. Es ist das Guala-Bierchen. Und ich will Ihnen auch gleich sagen, warum ist es sehr putzig und sehr klein. Es braucht sehr viel Schutz, obwohl es ein dickes Fell hat. Es wechselt gerne das Bäumchen. Und ich habe es deswegen so gerne, weil es auch vom Aussterben bedroht ist. Die FDP ist ja heute fast parteilos. Ah ja, also da ist ja der Rotarierclub hier gerade. Gräser, ja. Der Rotarierclub, ewig Gräser, ja. Und bietet mehr Kapitalismus und weniger Soziales. Gegen den ist ja die FDP eine geschlagene Verbindung.
Und trotzdem sind die so pathologisch gut gelaunt. Ja? Die sind doch richtig harmonisch. Ja, also, man merkt, dass die FDP nur noch ein Drüsenwirkstoff ist, den man sich bei Bedarf neidet. Und da alle Parteien heutzutage mit FDP so angereichert sind, also so liberal sind, reicht die FDP im Grunde genommen in Kurpackungen bis zu 100 Stück, wenn vom Arzt nicht anders verordnet. Aber warum gerade der Bangemann, ja, wo der gar nichts an Vorsitz mitbringt? Ich meine, die FDP in Baden-Württemberg hat ihn ja erst nicht gewählt, gell? Weil wer ihn kennt, weiß halt, was man an ihm nicht verloren hätte. Ist ein großer Kopf, also von außen. Ja. Obwohl er von sich gesagt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Landesvorsitz und Generalsekretariat und Europa sieht man an mir, je mehr Misserfolg, umso höher der Aufstieg. Ich werde die FDP zu neuen Ufern oder sagen wir anders, von neuen Ufern ins Wasser führen. Der FDP liegt halt ums Verrecken jetzt am neue Image. Ja, Gott, also Image, ich weiß, Image schreibt man, Image, derweil schlägt Ihnen der Bangemann Image. Schreibt sich jetzt nicht Image. Bei der FDP ist ja von jeher das Image an eine Person gebunden. Heißt Täler, Mende, Genscher, Schäl. Wenn sie so einen nicht hat, ja, dann zerbräselt sie halt. Und der Bangemann hat noch ein bisschen arg wenig von dem Dings da, wie heißt man das, seitlich 3 mm Neurose Genscher Profil. Ehrlich. Ja, weil er sich nicht abstoßen kann mehr an dem Dings, ich habe mir lange überlegt, warum ich mich aus Bonn zurückgezogen habe. Ich muss dazu zweitens sagen, solange der Herr Kohl noch einigermaßen auf der Höhe ist und wie zurückliegende Parteitage bewiesen haben, ist er das oder war es der Herr Kiesing, also einer von beiden war geistig noch voll da, erhebt sich für mich die existenzielle und essentielle Frage, was soll ich dann da? Und wenn der Herr Bahnemann schon bittelt und bettelt, er möchte keine Wadenbeißereien. Bitte lass es mich ausreden. Da kann ich nur bitter lachen, wenn der Knochen dermaßen abgenagt ist. Da kann ich schwerlich hineinbeißen. Und da frage ich den Herrn Bangemann ein bisschen, in welche Wade soll ich denn noch beißen? Ja, ja, ja. Wo war die Spam? Ne? Und das Problem, wisst ihr, das Problem haben halt wir in Baden-Württemberg überhaupt gar nicht, weil wir seit Jahrtausenden plus CDU wählen. Naja, bei jeder Wahl über 50% können Sie sich bei 10 Wahlen ausrechnen, was für 500%ige CDUler wir sind. Mir wechselt nicht die Partei wie das Hemd, das wäre auch gemein. Jeder regt sich auf, wenn ältere Arbeitnehmer einfach abgeschoben werden. Und die CDU ist einfach bei uns ein älterer Arbeitnehmer. Ja. Der zwar in später Form für das Neue ist, das sagt ja der Spät, wir leben im Zeitalter der Informationszeitalters, im Rahmen der neuen Mädchen. Und diese neuen Mädchen sind keine leichten Mädchen. Informationszeitalter, sagt der Spät, heißt in Baden-Württemberg nicht, dass sich der Bürger besser informieren kann, sondern dass man sich besser über den Bürger informieren kann. Verstanden Sie? Ja? Polizeiämter, alles, ja, obwohl es natürlich auch enorm die Persönlichkeit verändert ist. Man tut, man macht im Leben, aber je mehr davon wisset, umso gehemmter wird man doch im Machen. Also, wenn ich gang, gehen tue,
Gang halt. Also sag, Gang gehen du. Und weiß, es guckt ein Amt von hinten zu. Da kam ich gehemmt. Bis am Schluss alle gehemmt ganget, weil keiner weiß, guckt ein Amt von hinten zu. Und das ist ja auf der anderen Seite die einzige Möglichkeit für Datenschutz. In gleicher Weise gehemmt gange. Weniger Persönlichkeit entwickle. Nicht nur im Gange. Wenn alle gleich sind, sind auch alle Daten gleich. Und wenn sie es noch abdecken, kommen als mögliche Täter mir alle raus. Ja. Und da muss ich als Oberbürgermeister Stadt Stuttgart brummen. Dem Schwaben grobes Lob vollen. Der für diese Gleichheit vor dem Datenschutz die besten Voraussetzungen in die Gesellschaft einbringt. Die leidige Kehrwoche wird von jedem Schwaben gleichermaßen erfüllt und abgedeckt. Man erkennt keinen Unterschied, weil uns der Dreck im Blute liegt. Diese Gleichheit ist bei uns ein Geburtsfehler. Helfer, ein Geburtshelfer. Wir kehren vor dem Dreck. Wir haben praktisch den Dreck erfunden, dass wir ein bisschen putzen haben. Das ist unsere Umweltbewältigung. Gell? Nicht wie bei der Grine da. Oh, sagen Sie, lang nichts mehr von dem Staatsstreich da in der Volksrepublik Hessen? Ha? Oh. Immer noch in einer Koalaboration. Ja? Eine Zusammenarbeit mit dem Feind Umwelt. Meine, für den Berner sind natürlich die Ego-Faxen, die das kleinere Übelgewebe statt die radikale CDU oder. Da ist die andere extreme Randerscheinung da, das ADP, BDP, CDPDE, FDP, natürlich. Bei den Grünen ist einfach zu viel Basis, wisst ihr, zu viel Volk halt. Gell? Die sind ja in der Demokratie, sind die ja diktatorisch. Und Volk kann ja furchtbar diktatorisch sein. Gell? Die sind zu schnell erwachsen gemacht worden einfach. Der Wähler hat sie vom bloßen Faktor zur Partei gemacht und nicht sie selbst. Nicht. Nicht. Wir wollen das sehen, dass sie sich schmutzig machen. Das wollen wir ja sehen. Das wollen die nicht. Wir möchten das. Die Wahl ist unser Eintritt in die Schlammschlacht derer, denen das Publikum dreckig ist. Also, ja. Wer Wahlen gewinnt, muss auch mal das Volk aus den Augen verlieren können. Ja, also, wer Status gewinnt, verwirrt dann eben Symbole. Und bei dieser Gretchenfrage sitzt den Grünen einfach der Faust im Nacken. Weiß ich auch nicht, was es heißen soll. Wenn die sich nicht schmutzig machen, dann ist es aus für eine saubere Umweltbelastung. Da kann ich wieder allein dagegen ansingen. Ich kämpfe jetzt für den Wald, aber ja, sie, aber ja. Ich habe mir lang überlegt, wie mache ich es am blödsten. Und die Unterhaltungssendung, die haben mich draufgebracht. Zuerst der Rosenthal, der schaut auf Max. Das war doch Galgenhumor nach dem Erhängen. Wunderbar! Ja? Jetzt gibt's schon eine Schallplatte zum Mitsterben, zum Waldsingen, zum Mitsingen, zum Waldsingen. Ja? Da geht von der Platte, geht eine Mark rar von Ihnen direkt in den Wald. Ja. Sie können auch gleich in den Wald gegangen, den Marken einschmeißen. Aber. Ja. Dann müssen Sie halt selber singen. Ja. Ja. Nirgends wäre so schöne Liedle gesungen zum Waldtod wie bei uns.
Ja, weil er nirgends so hecht. Was glauben Sie, wenn vom sauren Regen erst einmal Kinder und Menschen noch sterben? Was da für schöne Lieder! Solange sie nicht für den Frieden sind oder anderswo bestraft, geht's doch, gell? Waldeslust! Oder die Rosen-Rotenbergers Annelies? Wenn sie so, wunderbar sind, ich ging durch einen grasgrünen Wald. Oder wo? Man denkt, was hat sie? Nein! Sie sucht den Wald, ja? Stellen Sie sich einmal vor, die singt es im Wald selber. Da ist ja jeder Baum froh, schon Latschenfieber. Ich sing den ganzen Tag, wenn ich da mit dem Wald helfe, bitte. Was brauchen wir da den Zimmermann mit seiner Ecke? Er ist ein ganz aktiver Sympathisant fürs Moderne. Der Zimmermann, der hat ja gesagt, also wie er noch zuständig war. Es geht oft schnell. Hat er gesagt, historisch gesehen, sagt der Zimmermann, ist das Wesentliche der EG-Lösung die Endlösung für den deutschen Wald. Ich kann nicht ewig warten, sagt der Zimmermann, bis der letzte Baum verreckt. Ich habe aus diesem Grunde in der Europäischen Gemeinschaft, wie auch in Ausländerfragen in Deutschland, Fraktur geredet, also gebrochen Deutsch. Ja. Und damit kommt er nicht in die Käpp von der Ecke. Das ist ja da... Was? Das heißt so. Ecke! Ja, das ist kurz gesprochen für... Was ist Ecke halt? Egal. Das ist ja da wahnsinnig kompliziert. Das hat ja einmal der Schmidt nicht gesagt. Schmidt kennen Sie jetzt aber noch. Ach komm, früher hat er eine Pfeife, geht jetzt raucht auf den Daumen. Der hat es von Europa gehabt und hat da nicht moin dazu. Meine, er sagt ja gern als meine. Ja, also, am Anfang. Ja, vor Damen sagt er gern als meine. Das ist mir frei, kann er ja machen. Er ist ja nicht mehr im Amt, das ist mir, kann man ja nicht sagen. Hat er gesagt, Europa und hat er gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mir das mit Europa mal überlegt. Und ich habe ja nur die Zeit dazu. In Europa ist das eigentlich wie in einer Wohngemeinschaft. Gleiche Küche, gleicher Kühlschrank. Einer frisst dem anderen die Butter weg. Und das ist das Paradoxon in Europa. In Europa müsste man froh sein, wenn man die Butter wegfressen würde. Ja. Nichts. Aber wir brauchen es halt fürs überschüssige Essen. Wisst ihr? Früher hat man sich nicht traut, Essen wegzuschmeißen, wegen Biafra und wegen dem Krieg. Gell? Und deswegen gibt es ja jetzt Europa, gell? Dass man sich moralisch wieder traut, Essen wegzuschmeißen. Ja. Deshalb sagt ja auch der Dings, komme ich wieder nicht auf den Namen, der unser Allerscheinscher da, Gästle raus, Single vor. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Wir haben in Europa dieses und dieses erreicht. Ich habe an Gewicht gewonnen. Im europäischen Ausland. Wir haben also einen Grund im Leben, und das sage ich in voller Gänze. Lachend gegenüberzustehen, ich verstehe überhaupt nicht die ewige Kritikisiererei von Herrn Vogel an meinem persönlichen Lächeln. Ich war darüber selbstverständlich, im Grunde bin ich ernstlich. Natürlich sage ich ja. Dieses Jahr kostet mich kein Lächeln. Das tue ich sowieso. Dies ist die Stunde, die dies nicht ist.
Da kann ich nur sprachlos reden. Ich lächle doch auch in Warschau und in Israel und in Verde. Ja, da bin ich auch schon gewesen. Ich habe in Bitburg und in Bergen-Belsen gelächelt. Über die Geschichte kann ich nur lächeln, weil ich immer etwas zu spät geboren bin. Und ein Bundeskanzler, aber nur so in Deutschland. Als dieser antworte ich an Vogel mit Stil und Würde, immer ein Lächeln ist, und das ist richtig und richtig. Immer zutiefst aus der Tiefe, und außerdem bin ich dem deutschen Volke schließlich, oder ich darf es mich einmal so ausdrücken, einem geschenkten Gaul schaut man nicht aufs Maul. Ja. Ja. Er tut halt, wenn er so schwätzt, tut er halt viele befliegelte Worte verbraten. Ja, er ist halt ein Enterklemmer. Ententeiner, also, ja. Er geizt mit Worten, also mit wenig Worten sagt er nichts und drückt so viel über sich aus. Ja. Sagt auch nie was von seinem Skandal, immer bloß positiver Bilanz. Ja, das entspricht immer draußen. Und bringt es fertig, dass am Schluss von so einer Rede wir uns seiner Fehler schämen. Ja, aber ja, aber ja, aber ja. Und er bleibt, was er immer schon war, ein Haiflein. Selbstsicherheit in eleganter Oberbekleidung. Ja, goldig, ne? Und so gautscht er auch ins Ausland, ja. Und vertritt uns draußen, gell? Das ist doch in Ordnung, andere vertreten sich fies, er vertritt uns, ist doch recht. Vor allem, wenn er noch so festlich schwätzen muss, dann ist er am besten, gell? Meistens ist bei uns im Inland, ist er meistens so ein Silvester, aber okay. Wenn Sie sehen, das ist ja wieder. Ah, was war der gestern? Ich bin am Boden gelegen. Was hat er gesagt? Hinter uns liegt das letzte Jahr. Ich hätte es auch erst gar nicht gemerkt. Wenn ich hinter mich gucke, dann war nichts, dann ist das aufgegangen. Ich habe erst gedacht, das ist das Ding, was seit 30 Jahren im Dritten bringt, ein Silvester, das Dinner for One, ja. Es war der Kohl. Der war doppelt besetzt, der hat die alte adlige Frau gespielt und im Soffen wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ruhig da gesessen und mit viel Bewegung durch den Text getorkelt. Es war umwerfend. Ja. Seine alte Nummer natürlich auch braucht das Ding da, da ist ja bekannt geworden, Friedenswaffen mit immer weniger Waffen. Ein weniger geht immer so hoch. Und noch so die, also gute Kalauer aufgelockert, damit das Ding da, das, nein, mich hat's verrissen. Deutschland liegt im Westen und, es geht noch weiter, ja, also, ah ja, komm, das ist ja echt komisch. Deutschland liegt im Westen und das haut jeden Globus um. Und bleibt es auch! Und das an Silvester. Da ist man doch in Erwartung des Feuerwerkes, dass die Besengeister vertreiben sollen. Hockt da auf einmal der Kohl mit seinem Knallkörper. Aber das ist harte Arbeit, das kann ich Ihnen sagen.
Da muss man noch viel dafür tun in Deutschland. In Amerika, da wird schwende mal zweimal ein Schauspieler Präsident. Bei uns in Deutschland muss einer ganz klein anfangen als Kanzler, bis der mal Komiker werden kann. Ganz klein, ganz klein. Ich frage mich immer bloß, wenn er so schwätze tut, schreibt er sich den ganzen sich das alles selber zusammen? Nein, doch nicht. Natürlich! Ah, das muss er sich selber schreiben. Wenn er sich das nicht selber schreiben tät, dann tät ja noch so einer hinten drin sitzen. Das ist ja undenkbar! Nein. Er muss sein eigener Goschreiter sein. Das ist amerikanisch, ja. Reiter heißt auf dem Pferde schreiten, wie ihm die Gosche gewachsen ist. Und Gosche ist auch amerikanisch und heißt Geist, also er reitet den Geist. Also was der Kohl sagt, denkt der Ami, das ist gemeint. Nämlich nix. Ja, da trickst du ja der Regen mit aus. Wenn der Kohl sagt, er denkt genauso, sagt der Regen, er denkt nix. Damit, weil er sagt, er möchte von allem möglichst gar nichts wissen, damit er mit viel Nichtwissen und Unsachkenntnis sich frei und unbelastet entscheiden kann. Und auch für ihn gilt dieses berühmte Wort von dem Goethe selig, danke, jetzt hätte ich es gar nicht leugnen. Von Wissen befreit sind Busch und Regen so ganz bekannt. Ah, ganz bekannt, ganz bekannt, ja. Und mit denen sind wir vereinigt. Ja, das ist doch wunderbar. Amerika, das ist so ein großes Land, da muss man im ganzen Leben nie gewesen sein. Und hat eine Heimat da drüben, hat es herrlich. Was brauchen wir Wiedervereinigung heute? Und das, man braucht heute keine Heimat, um Heimat zu haben. Das braucht man nicht. Das seht ihr in den ganzen Diskussionen. Sione, Leute zum Beispiel, also sagen wir zum Beispiel, da sollte ich das sagen, zum Beispiel, das, bitte das mit nicht so viel Schnack, sagen wir mal. Schlesier. Ja? Was ist heute ein Schlesier? Ein Schlesier ist ja kein Schlesier mehr, wie ein Schwab ein Schwab ist. Na was? Es gibt den Geburtsschlesier, die schwinden. Ne? Ja klar, die wären auch nicht 200. Na, also bitte. Jetzt kennen die Kinder von denen den Erlebnisstatus erben und sind Erlebnisschlesier. Aber auch wenn sie jetzt keine Oma haben, die in Schläschen ein Erlebnis hatte, können sie sich posthumus zur Oma bekennen und sind Bekenntnisschläscher. Hatte ich doch einen Krampf. Wenn zu mir ein Hamburger kommt und sagt, er ist Bekenntnisschwab oder Erlebnisgorge. Der ist die längste Zeit Hamburger gewesen. Den mach ich zu einem, also. Sie kennen heute Vertriebener Seier, ohne vertrieben zum Seier. Bloß weil sie die Erkenntnis vertreiben, dass oder Neise eine Alternative in sich ist, von der man halt bloß eine kennt. Na klar, oder Neise. Vororder ist nichts und Neusen ist Polen. Und trotzdem hin ja einmal die Schläser zum Beispiel gesagt, nicht immer, aber gerade einmal war es ganz präsent, weil da hin sie gesagt, Schläschen unsere Zukunft und nicht einmal oder. Das ist auch frech gewesen. Ja. Sie sind ja selten ein oder im Motto. Ja. Und das geht ja nur mit Gewalt. Gell. Das ist, als Sie kennen Polen halt nicht reinwaschen, das geht nicht. Ja. Ein Laken, was einmal so richtig dreckig ist, das können Sie gerade wegschmeißen oder Sie müssen es braun färben. Was?
Sie kriegen Polen halt nur braun gefärbt zurück. Ja, das gibt doch freiwillig keiner mehr her. Nur mit her. Da ist die Geschichte ist da vollzogen. Atlantis kann ich auch nicht mehr ans Land ziehen. Da ist die Geschichte ins Wasser gefallen. Geschichte ist was frommisch. Sonst kann ich gleich sagen, Karl der Große war deutsch. Frankreich bleibt unser. Ich habe auch noch ein paar Altvordere in Estreich und bin Bekenntnisdäne. Ja. Die kann ich auch heim ins Reich vieren. Ich wäre halt für die Grenzen von 37, aber vor Christus. Ja, also Christus. Ja, sicher. Wir haben ja in jedem Jahr Mai. Ne? Und da ist ja, seit 85 ist ja die Frage im Mai, ob immer dieselbe Frage ist im Mai, wie im Mai 85 nach 40 Jahren gewesen. Haben wir eigentlich gesiegt? Ne? Haben wir heute über damals gesiegt? Haben wir uns von damals besiegt? Kann man mit so einer Zeit überhaupt fertig werden, Krieg? Ne? Ich meine, da haben ja einige noch erlebt. Da leben ja noch etliche Paar. Ne? Von denen, die noch eine brennende Bombe gesehen haben, heute einer dazu lässt, dass wir so einen buddeln und drauf leben. Wenn heute einer ein Pistol auf mich richtet, den nehme ich schon mein ganzes Leben nicht zur Untermiete, da mache ich doch nicht. Kohl, ne? Ich meine, er war ja klein, aber gelebt hat er. Ne? Hat er keine Bombe gesehen oder was ist? Vergisst man das? Aber kann man das vergessen? Kann man so Krieg jetzt wiederkommen? Als Janser, das ist die Frage. Kann Krieg als Janser wiederkommen? Da beschäftige ich mich vom Intellekt her. Von deutschem Boden darf kein Krieg mehr ausgehen, heißt es. Aber ich meine, da gibt es ja Tricks. Und wenn es ist wegen die Arbeitsplätze. Ne? Rüstung verschlingt ja am meisten Arbeit. Aber wie gefragt, kann das wiederkommen, so Krieg als Janser? Ja? Da muss man einfach mal gucken, so hilfsweise. Wie geht der Mensch vor mit anderen Sachen, die auch verjagen sind? Also nicht Zeit und Krieg, sondern so Kunst und Musik. So Bach, nach 300 Jahren, da kommt ja auch nicht wieder. So komponiert halt keiner mehr. Und wenn er es doch tut, dann ist er eine Kopie. Das weiß aber dann jeder, wird ja auch nicht gemocht dann. Mona Lisa, das kommt nie wieder, wir haben das Lächeln heute halt live. Das kommt nicht wieder. Aber weil jeder seine Mona Lisa zu Hause hat als eine Kopie. Kunst wird nur kapiert, wenn sie kopiert wird. Kopiert wird sie begreifbar, unwiederholbar, wie man so sagt. Ne? Aber hier, kopiert vom Original, kopiert als Kopie. Nicht kopiert von der Kopie, als Plagiat. Sie verstehen, was ich meine. Ich meine als Abziehbildchen. Ja? Jeder muss seine Mona Lisa, also die abgezogene Kopie, auf der Kaffeetasse haben zum Begrabschen. Und wenn dann einer kommt und macht es nach, dann weiß das jeder und lässt es nicht zu, weil er so auswendig kennt von der Kaffeetasse. Wenn aber die Mona Lisa einmal in einem verjammerten Raum stehen würde, einmal auf der Welt, und keiner würde sie kennen, ja, dann würde sie auch wieder gemalt, klar. Wird aber tausendmal abgezogen und alles gestellt, das kommt so schnell nicht wieder, weil auch jeder den Nass voll hat von der Mona Lisa jeden Morgen auf der Kaffeetasse. Ja, sicher. Ja, beim Papst genauso ist jeder den Nass. Ich meine, das ist heute schon wieder Kaffeetasse. Kennen Sie nicht den Papst als Gitschfigürchen, der Gibbet? Gibbet öfter wie ihn. Kunst, aber wie ist das jetzt mit dem Krieg? Da beschäftige ich mich doch vom Intellekt. Ja? Wie kann Krieg als Janset wiederkommen? Das ist die Frage. Ich meine, man kann ja von Krieg kann man einen Teil so kopieren, sagen wir, wie Mona Lisa zum Beispiel. Die dicke Bertha, ja, die kann man so kopieren, dass sich die nie wiederholt, nie. Die hat heute jeder auf der Kaffeetasse, kommt nie mehr. Ja. Aber selbst wenn man so was Einzelnes wie die dicke Bertha so richtig kopieren und befeiern und aufheben tut, deswegen kommt aber der Krieg als Janset nicht mehr. Nee. Und so gesehen, könnte man den Krieg nur verhindern, indem man ihn als Janset kopiert. Oder kapiert, ist egal, weil. Kopien machen, nicht Plagiat neu machen, Kopien von was war. Schon wegen der Anschaulichkeit. Der Mensch muss immer was zu gucken haben. Ich hätte gerne eine Kassette vom Zweiten Weltkrieg. Und dann durchgucken Sie. Durch! Ich meine, gut, ich weiß, was Sie sagen, aber ich weiß. Wir haben heute Horrorvideos, ja? Und wenn ich dazu sage, so einfach,
Da meint man, da müsste das hinhauen, dass die Leute das Horrorvideo angucken und dass sie danach nicht brutal danach werden. Das ist aber falsch. Ja, bei den Horrorvideos ist ja kein, da ist ja keine Vergangenheit dahinter. Da ist ja wie Plagiat. Die Horrormacher denken, sie hätten den Horror erfunden. Das ist ja nie selber erlebt. Oder auch viel zu kurz. Das sind ja maximal 2 Stunden. Das ist dazwischen viel zu viel Zeit, dass man das verwerten kann. Nein, sie, nein. Ich meine das ganz ehrlich, den ganzen alten Krieg von morgens bis abends auf der Kaffeetasse haben zum Begrapschen. Alles an Zeit heute stoppen und alles, was davor ist, aufbewahren. Alles. Alles. Nur noch für die Zeit von früher leben. Wie die alten Ägypter. Nur noch die Mumien, die Toten, die Mumien aufbeugen und sagen, ach guck mal, das war es wohl. Bei denen ist nichts mehr vorgekommen. Kann ja, die hatten ja gar keinen mehr, kann ja nicht. Da ist nichts mehr vorgekommen. Krieg passiert nicht mehr, wenn alle nur noch Mumien aufbauen. Alle ein Horrorvideo angucken. Und das Ansehen von Horrorvideo, das hohe Ansehen von Horrorvideo, das ist es dann auch. 6 Jahre lang durchgucken, Zweiten Weltkrieg. Ist der Zweite rum, gleich den Ersten nachgeschoben. Sind auch 4 Jahre, ne? Sind zu 10 Jahren, kann man sagen. Kann man sagen, dass in die 10 Jahre schon mal nichts an neuen Krieg passiert hat. Intellekt. Nee, das ist Rechnung. Das ist Rechnung. Ja? Das ist nämlich, weil der Mensch mit Zeit ja auch nichts anfängt. Da steht er irgendwie mit auf Kriegsfuß. Zeit hat ja auch mit dem Menschen gar nichts zu tun. Der Mensch ist zeitlos. Intellekt, merken wir? Die Zeit ist unmenschlich. Intellekt. Weil Zeit den Menschen sowieso abgesegnet hat. Der Mensch wird ja mit der Zeit nicht fertig. Lebenszeit ist das beste Beispiel, Lebenszeit. Man hat eine Lebenszeit von, sagen wir zum Beispiel, 70 Jahre, ja? Die schludert man dahin und am Schluss heißt es, ach Gott, jetzt hätte ich ja gerne noch einen Tag. War der Quatsch? Geht Ihnen auch so? Ach du, Sie wissen noch nicht, ist egal. Der Mensch wird mit der Zeit nicht fertig. Er macht sich von Zeit immer nur ein, so ein Teilabbild. Da ist aber auch Frevel, Sie, da soll man nicht machen. Das ist wie mit J, da soll man sich auch kein Abbild von machen. Kein Plagiat. Noch nicht mal Kopie, aber das ist auch falsche Dach von der Kirche. Dass man von J noch immer Kopie machen darf auf der Kaffeetasse. Deswegen kommt man mit J nicht zurecht. Jede Uhr ist eigentlich Blasphemie. Sommerzeit, Zeitlästerung. Ich mach mal eigene Sommerzeit, wenn ich einen brauche. Ich weiß nie, wie spät es mich drauf guckt. Nie! Mach mal einen Strich, jeden Tag ändere ich meine Sommerzeit. Jeden Tag! Züge, alles kommt zu spät, muss man sich dran drehen. Das ist eine Bezeichnungsfrage. Ist alles falsch bezeichnet bei den Menschen. Alles falsch bezeichnet. Alles. Immer schon. Die Zeit schon immer. Bei Otto dem Ersten hat man von der Bezeichnung, ja, ganz andere Zeit gehabt. Wie bei Französischer Revolution. Heute ganz anders. Aber, und gleichzeitig ist das genauso. Ne? Ja, in Kiew an so einem anderen Tag wie in Hülden. Nee, die sind nicht hinterher, die haben das so. Jeder Mensch gibt der Zeit ein eigenes Maß. Aber tun tut er, als ob er sie erschaffen hätte. Er hat es vielleicht koloriert, wie die Kitschbosskärtchen. Da weiß man, wie mies die aussehen. Ne? Sommerzeit, Kitschbosskarte Sommerzeit. Sieht mies aus. Alles falsch bezeichnen heute, alles. Alles, nicht nur Zeit, alles. Heute nüchtern auch nicht mehr zu sagen, das ist hart, das ist duftig. Da ist doch heute gleich irisch Moos. Naja. Chaise long, das ist eine Pritsche, da kann man auch sagen. Patina, ne, klingt zu doll, da ist verrostet, da kann man doch sagen, verrostet. Kauft aber keiner. Zeit ist rum, da klingt Zeit ist rum, da sagt man der Geschichte, hoch, da stacht jeden dynastische Schauer. Bahnflöte klingt zu doll, das ist eine Hirtenpfeife, kann man doch sagen. Bundeskanzler klingt zu doll, das ist eine Pfeife, das ist eine Angestellte. Da kann man doch sagen, der Angestellte der Bundesrepublik Deutschland. Da kauft aber keiner. Ich sage dir, bei den meisten Worten ist nichts dahinter. Guck mal, das Hemd hier, ja? Da ist außen grün und innen rot. Wenn ich das jetzt verkehrt herum anziehe, dann merkt das erstmal keiner, dass das dasselbe ist. Und das ist doch, ne? Nee, doch. Und so ist es beim Krieg zum Beispiel ganz genau. Wenn der verkehrt herum abläuft, da merkt es erstmal keiner, dass das dasselbe ist. Und das ist doch, ne? Nee, nee, doch. Wir sind an die Reihenfolge gewöhnt, mit der Krieg gewesen war. Man denkt, wenn es einmal war, dann kommt es, wenn es kommt.
Genauso wie das in Chicago war. Dieselben Waffen, Waff ist Waff, folgen wir heute auch mit umgekehrtem Vorzeichen. Für den Frieden heißt es, für den Frieden, für den Frieden. Und da sagt man also, dann kann ich ja gar keinen Krieg mehr geben, weil die Reihenfolge heute anders ist, weil wir Frieden jetzt zuerst haben. Und wenn er dann rum ist, der Krieg, sagt man auch, ja, war ja eigentlich logisch. Dann sagt aber die nachfolgende Generation, warum haben wir denn das gemacht? Und wir sagen auch, ja, hier, ich meine, war eigentlich für den Frieden, aber wollten bloß mal gucken, ob sie vielleicht noch tun. Wissen tuten wir bloß was von Frieden. Und die nachfolgende Generation, die machen da wieder ganz genau so. Die haben da wieder eine Hitler. Weil die sagen, mit Waffen für den Frieden kommt. Da hat man sehen, wo das hingeführt hat. Ich sage Ihnen, solange der Mensch nicht beschäftigt ist mit der Vergangenheit, wie mit Xenia Fidjo zum Beispiel, oder die Mumienaufbauung zum Beispiel, kommt das alles wieder. Zeit kann man nicht aufheben. Zeit muss man immer wieder neu schaffen, anders kann man sie nicht kapieren. Der Mensch braucht seine Abziehbildchen auf der Kaffeetasse. Und Zeit kriegen sie nicht auf der Kaffeetasse. Zeit muss man immer wieder neu produzieren und dafür reicht ja die Fantasie oft nicht aus. Und deswegen würde ich sagen, ganz einfach, die ganzen alten Kriege, wir haben genug gehabt. 100 Jahre Krieg, nur als Video, ist eine rum, kommt der andere nach. Da ist gar keine Zeit mehr für einen neuen Krieg. So blöd das klingt, aber das Blödste ist meist am einfachsten. Die ganze alte Vergangenheit einfach mal aufarbeiten, dann ist die Zeit rum, dann stimmt die Reihenfolge und man muss sich keine Gedanken machen über was Neues. Ja, sicher, das.